So Leute, in diesem Part, also herzlich willkommen zurück zu Pikmin 2, Zweispielmodus mit Nick. Diesmal versuchen wir den Battle-Modus. Und nachdem wir im letzten Part ja zweimal hintereinander versagt haben in den Challenge-Modus und ja, wir absolut keinen Bock mehr hatten. Ja. Warte mal, ich erkläre mir erstmal die Regeln. Siegesbedienung 1. Finde 4 gelbe Murmeln. Oder beziehungsweise Siegesbedienung 2, hol dir die gegnerische Murmel, quasi die Farbe, die Murmel deiner Farbe, die bei mir dann steht. Und ich muss die von dir klauen. Aber ich glaube, ja, wir müssen einfach beides versuchen. Entweder wir sammeln 4 Murmeln oder die gegnerische Murmel. Und dann gibt's noch, hol dir die Kirsche, drehe das Roulette und dann gibt es gewisse Items. Lade also hier dieses rote Ding, lade alle Pikmin auf mit Energiehaltes Ultramotivierspray. Vergrabe gegnerische Pikmin, ist das Ultra Bitter Spray da unten, dann Granatarak fällt auf Gegner, also dass einer runterfällt beim Gegner. Rüsseltier fällt auf den Gegner, ja, ist klar, die verschiedensten Gegner hier fallen auf den Gegner. Rette gestohlene Murmel, ja, da kann man halt die Murmel, die von dem Gegner geklaut wird, die wird wieder an den Spawnpunkt zurückgebracht. Fallen Felsen auf Gegner, das ist ziemlich fies. Die Pikmin blühen auf zu Blumen-Pikmin, erhöht die Zahl der Pikmin um 5, erhöht die Anzahl um 10 und bleibt vor dem Gegner verborgen. Dann ist man unsichtbar. Ist okay. Das ist auch ziemlich geil. Ja. Ja, dafür halt, um das Relais zu drehen zu lassen, also das ist ein zusätzlich zufällig ausgewähltes Item, muss man Kirschen einsammeln, um das Rad zu drehen. So, das waren die Regeln. Genug Zeit verklempert. Schauen wir uns mal das erste Gebiet, nämlich das Schlachtfeld, an. Schlachtfeld brennt, okay. Das heißt, rote Pikmin sind hier gut. Nein, natürlich nicht. Denn nur ich habe rote. Und wir haben auf 50 erhöht, weil das ist sonst lame. Wir müssen hier volle Pool haben und ich vermehre erstmal meine Pikmin hier. Weil ich glaube, jeder kann 100 haben insgesamt. Stimmt, die Murmel kann ich ja gar nicht mitnehmen. Stimmt, das ist von mir. Ich muss deine, es ist doch so, ich muss die blaue holen und du musst die rote holen. Aber wie gesagt, nur als Nebenziel, aus hauptsächlich das Ziel ist, hier Murmeln einzusammeln. Und die Pikmin kann man auch nur vermehren, wenn die obwohl stimmt, jetzt machen wir jetzt einmal auf 50 und danach machen wir endlich auf anderen nochmal. Ja, sonst ist es doch zu asozial. Also Pikmin kämpft hier gerade miteinander. Gegeneinander, meine ich. Miteinander vor allem. Okay, bei mir wurde jetzt ein Rad gedreht und ich kriege 10 plus. Ich hab 5. Da ist eine Kirsche drin gebackt. Was soll das? Was soll das? Ach man, ich hab den hier. Ich hab Platz 2. Ist das überhaupt möglich? Ja, glaube ich. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, ich weiß es gar nicht mehr. Da ist noch eine. Immer die mit. So, bei dir müsste jetzt hier so ein Vieh da sein. Bei dir aber auch. Ja, wirklich? Oh, guck mal, ich hab wieder was bekommen. Hey, bei mir ist nichts. Oh doch. Also direkt am Spawn oder wie? Ja. Oh, fies. Ja, kannst du aber auswählen. Du hast gerade Steine auf mich geworfen. Ja, ich weiß, das geht ja. Ultra Bitter Spray wird einmal erhöht. Ey, das habe ich auch schon. So, und jetzt so? Weiter Murmeln sammeln. Ich versuche es zumindest mit den gelben. Fehlt mir noch eine. Wo ist denn hier welche? Ich sehe keine. Oh, doch da. Während der Nick da Probleme am Start hat. Mit dem Typen.
Gönne ich mich schon mal hier ordentlich. Boah, was geht denn hier ab? Was? Nee, wir können maximal 15 Leute. Ja, 50, deshalb gesagt. Merkt mal das hier alles. Hier ist ein Granatarak. Der Selbstmordgegner. Oder nee, wie heißt das? Wie heißt es? Suizid. Du hast gewonnen. Ja. War ja klar. Irgendwie. Ja, irgendwie schon. Na, ey, ich will Minus, 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 Minus. Das wäre es. Minus, gewesen. Da hätte ich dieses Ding dann noch dazu bekommen. Leider. Aber das war schon vorbei. Ich wollte noch ein paar hier Dinge zeigen, weil ich versuche bestmöglich alle. Wie heißen die? Objekte zu zeigen. Zu zeigen, ja. Also die verschiedensten Gegner haben wir gesehen. Die ist halt. Obwohl, haben wir es? Scheiß drauf. Auf jeden Fall werden wir jetzt so unsere Pikmin auf 10 kommen. Ja, 10. Nicht Schlachtfeld. Oh. Ja, ist doch jetzt egal. Nee, ich will. Nee, wir machen gleich wieder zurück. Hinweis, gegen Pikmin ist Pflücken. Was? Im Kampf gegen Pikmin ist Pflücken, Werfen und Sprühen nicht möglich. Oh, achso. Während gegnerische Pikmin dich angreifen, kannst du das ja alles nicht machen. So, hier, jetzt machen wir hier. Zweimal und so, das brauchen wir nicht. Schau, jetzt schauen wir uns nämlich das den Kriegspfad an. So. Dauert auch nicht so lange, wie ich gerade. Ja, 6 Minuten, 6,5 Minuten haben wir jetzt gebraucht hier. Ja. So, und gleich mal. Hier. Na? So, jetzt wie gesagt machen auch die hier die Blumen Sinn, weil jetzt müssen wir auch unsere Pikmin vermehren. Das Feuer, das Feuer, das meins. Das, die Gegner, die an deinem Ding spawnen, die setz ich ein. Muss aber aufpassen, das Feuerding. Das Spray auf. Ja. Du musst die zurückrufen, ne? Ist dir schon klar, ne? Um die noch zu retten. Wow. Hat der nicht so viel gebracht. Mein ganzes Pikmin war sicher. So, jetzt hast du mal die Bombe jetzt bekommen. So, ich bin unsichtbar jetzt, so. Alle meine Blumen sind Pik. Alle meine Pikmin sind Blumen. Oh, Granatarak. Alle Granatarak. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Suizid, Suizid. Ja, aber gegen Suizid. Schön. Schön gemacht. So, meine Pikmin um 5 erhöht. Wüstevieh. Ja, das sieht doch viel spannender jetzt aus, so ehrlich. So 50, das war viel zu OP. Naja, ich war abends einmal so gemacht jetzt und ja. Aber jetzt halt so. Jetzt ist es einfach spannender auf jeden Fall. Hast du da erst für den Ding gespawnt? Thank you.
Gott, wie viele Dinge habe ich? Ich habe so viele Kirschlein gesammelt. Voll geil. Ich krieg ja auch verdammt viele. Bei Stunden stehst du mal. Achso. Ah. Scheiße, ich habe meine Pikmin auch umgebracht. Ja. Ich hatte nochmal so ein Ding-Spawn. Was hast du gerade? Ich versuche gerade alles Mögliche noch, um mir irgendwas zu machen. Ich bin gedingelt. Alter, das müssen wir mal durch. Ja, ist gut. Warte, ich spawn hier noch. Ja, da konnte ich nicht machen. Ich war gerade beim Pikmin pflücken. Schon. Naja, das war schon klug gesagt mit der Murmel, aber ja. Nicht ganz. Hat nicht gereicht. Ich kam gerade an der richtigen Stelle, um dich noch aufzuhalten. Das hast du nicht bedacht. Ja. Und ich hatte noch genug Pikmin mit dabei. Du hattest nicht so. Ja. Ja. Ich hatte, wie gesagt, ein paar mehr Pikmin dabei am Start und ja. Konnte ich noch aufhalten. Ja. Ich dachte, ich bin halt irgendwo rumgeirrt einfach. Ja. Und das ist zufällig so, an der diesmal kommt Stelle. Die Teppichebene. Was sagt jetzt die Zeit? 12 Minuten. Nein, ich meine richtig Zeit. Ja, knapp 20 Minuten. So, und dann geht's wieder los. Na wirklich, das ist wirklich spannender, wenn man hier mit 10 Pikmin spielt. Das ist super. Warst du das? Hä? Achso, jetzt kommen die Fallen ins Spiel. Die ja Nintendo in diesem Spiel so gern gemacht hat. Bitte gehört. So, hier ist auf jeden Fall Pikmin vermehren angesagt, würde ich mal sagen. Hier sind einige Gegner am Spawnpunkt. Oh ja. Und Murmel ist hier gar nichts irgendwie. Das wird hier absolut nichts. Wo sind denn Murmeln? Hallo? Murmeln. Scheint ja ein ziemlich großes Gebiet zu sein. Denn ja. Ah, jetzt sind da kommen die Murmeln. Schlag mit. Gemeinsam schaffen wir es. So. Hey, Wichser. Boah. Du musst ja übel Zeit verstellt bei mir wegen so einem Typen. Leck mich doch. Nee, ich muss ihn quälen, sonst nervt er zu sehr. Boah, flieg doch nicht so abgefuckt rum, Alter. Grab sie schnell aus, bevor er noch checkt, was hier abgeht. Grab sie aus! Halt auf! Was soll ich denn tun? Ich hab so wenig Pikmin. Alter, das ist... Was sind die Entwickler? Seid ihr Arschgesichter oder so? Ja, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Leck mich doch, ich geh zu mir zum Schiff. Beleidigt. Ein Blumen. Seid solche Arschgesichter, ich sollte doch den anderen was abgeben. Wichser. Ich muss erstmal alles aus, ey. Wer? Meine Hurensöhne hier, die hinter mir stehen und mich einfach nur verarschen wollen.
Ja, was willst du denn? Töte dieses Arschgesicht doch eigentlich mal. Das kostet schon die ganze Zeit an. Wow, jetzt hat er nicht mal nichts gefressen. Jetzt hat er. Meine Fresse. Na, dann wollen wir mal. Kirschen sehe ich auch absolut gar keine. Was ist denn los hier? Ich schon. Das ist nicht nur eine. Boah, das sind drei Stück. Und ich auch Kirschen, hallo. Braucht ihr mal bitte mal ein paar Kirschen, das wäre sehr nett, ne? Ich habe sogar noch eine in Reserve. Bitte jetzt mal hier. Boah, ich habe schon vier von diesen lilanen Dreckern. Warte mal, Boy, was geht ab? Ich hab ihn gespawnt. Ja, stört mich nicht. Okay. Das ist lahm. Oh, hi. Du bist aber nicht so lahm. Ja. Obwohl, der ist unlahm. Ja, doch. Der ist lame. Der ist lame. Hey, habt ihr den da mal? Der ist doch... Der, hallo, nicht pflücken. Ich bin hier voll Zeit weg. Ist nicht. Glück ist die Asis hier aus. Ich hier... Warte mal. Du hast fast 50. Ja, ich bin ja krass. Ja, nochmal zwei eingegraben. Was soll denn das? Jetzt habe ich 50. Die kommen nicht zurück. Obwohl ich. Das sind meine! Oh! Okay. Aber lass mal. Hier ist auch verdammt großes Gebiet, Alter. Richtig geil. Das Gebiet ist ziemlich groß. Ich dachte, wenn ich hier dachte, dass es groß ist. Das ist ja richtig geil. Oh, das ist aber schon wieder so ein Arschgesicht, Mann. Ich hasse dich. Das habe ich aber nicht überlebt. Das ist ein Arschgesicht. Ja, das sind ja auch Gegner, die hauptsächlich hier sind. Um alle Spieler abzulenken. Das sind einfach gegen jeden. Was steht hier so lahm drin, ey? Kämpft dieses Arschgesicht. So, jetzt. Ach, und die sind mal nett. Sie spawnen mal Kirschen. Meine Fresse. Hä, wie machst du das, dass du diese Kröte halten kannst? Das? Nee, das andere. Hä? Dieses du, was du wahrscheinlich machst. Das hier? Ja. Mit der Steuerkasse nach unten. Hab ich dir ja schon gezeigt alles. An dem Ding. Ah, danke. Hi. Boah, ist das dein Ernst? Ja, ich bin immer ernstvoll. Suizidtyp. Ja, da kann nichts. Das ist ein Pfosten. Aber ich bin guter Dinge, denn ja, ich habe gewonnen. Das ging schnell. Ja, brauchst du nicht lange labern. Oh, es sah aber übelst asozial aus. Also dieses Gebiet ist, ja, kann hart werden. Ich bin wieder erstmal von dem Quellkäfer angegriffen. Wirst. Alles klar. Ja. Wie viele Gebiete gibt es überhaupt? Weil ich möchte eigentlich schon alle zeigen. Teppichebene, Winkelweg, Kolosseum, Rostschlupf, Prügelhof, Klötzenland. Ich glaube, die schaffen wir aber nicht mehr alle, Feindesland. Dass ich los muss. Winkelweg. Da waren wir eben. Jetzt kommt der. Im nächsten Part kommt der Winkelweg dann. Hoffe euch der Part gefallen. Ja. Ciao.